Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Goodbye Deponia. Wir wollten hier voll den fetten Heizstrahler anmachen, hier oben ist noch ein Hebel. Und können wir hier jemanden... Hey, Otzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Ja. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Natürlich nicht. Also hopp hopp. So, Rusty, zeig mir, was du kannst. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Dann, das wird bestimmt gut gehen. Ah! Hey! Aua. Hm? Sagte dir was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Aber wir können die Sicherung mitnehmen. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Ja. Wieder runter. Oh, das ging schnell. So. Sicherung. Passt. Und da ist der Heizstrahler an. Hier können wir auch noch dran rumspielen. Hey, hey. Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Kann man den anschalten? Und was? Frag ich Sie, gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Gut, wenn es zu kalt ist, dann, ob das wirklich funktioniert? Das ist die einzige Idee eigentlich, die ich jetzt, wenn ein Wombat reinpasst, komm, da passen die Kinder auch rein. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber Herr Rufus, wir können hier ja kaum stehen. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. So, vielleicht nochmal hier den idealen Schlafplatz. Der war doch super. Antenne, Goalie. Goalie? So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber... Na, 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 keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Und da geht's ab. Da hat jemand die Äuglein aufgemacht. Aber jetzt gibt's erstmal Teigtaschen. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Die sehen tatsächlich recht niedlich aus. So, Hansel kriegt auch noch eine. Und Gretchen, passt. So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Gretchen, Angst. Na, na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. So, Fernseher an, Kochshow, einschlafen, passt. Und was, frage ich Sie, gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. So, dann schlaft ihr mal schön ein. Wollt ihr nicht schlafen? Da überlege ich mal eben, wo könnte man denn jetzt weitermachen? Ich habe eine Idee. Ich habe, ist zwar ein bisschen... weit hergeholt, die Idee, aber Goals, nee, nicht Goals, sondern Bosos Opa hatte ja gesagt, dass er kocht, wenn Boso Frauenbesuch hat. Und Bambi ist ja eigentlich die Freundin von Boso.
Wir probieren mal. Vielleicht mit dem Brief? Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Bozo? Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi. Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Bozo, geht es ihm gut? Ja. Lebt er noch? Sag schon. Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Bozo ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte, hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt, ich muss zu ihm. Halte durch, Bozo, ich komme. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu, der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Das war wirklich einfacher als gedacht. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal bei den Bozos vorbei. Ah, die Musik hier ist immer so cool. So, ja, wie gesagt, wir gehen mal zu den Bozos. Casa Bozo. Oh, was machen die denn? Die sind ja vollkommen weggetreten. Und hier ist ein Foto von Bozos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Sehr niedlich. Oh, Muttermilch. Ach, egal. Was ist das nur für ein seltsames Ding? Das ist der Muttermilchbehälter 3000. Nimm ihn mit. Hallo, ich bin Amtmann Argus. Erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? So, Topf. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Ja, Opa Bozo? Du, Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Gut, dann gehen wir mal wieder und wie wir alle wissen, Bratensoße. Oh, da war ein Schnabeltier. Es ist weg. Ich hätte es sehr gern. Da ist es. Kann man das irgendwie anklicken oder so? Naja. Teigtaschen müssen natürlich mit einer schönen fleischigen Soße gegessen werden. So, Rotzis, Essen fassen? Das wird euch schön müde machen. Ja. Gut sieht das aus. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen.
Und sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Ja, natürlich. Ich hab kein gutes Gefühl dabei, wie das Monster hier schon wieder aussieht. Aber naja, wir sind die Kinder los. Hey! Und das heißt, wir können endlich in den Pub mal richtig einen drauf machen. Oh, June tanzt ja immer noch. Hallo. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Oh ja. Und rein. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Natürlich. Oh, Haarwuchsplörre, Hormonplörre, Pilzplörre. Plörre. Nukleinsäure, Bild. Spediteur. Wen haben wir hier? Ein Krug, ein Obsthändler und ein Klempner. Ja. Werbetafel. 8-Bit-Burger-Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Aber richtig, na dann. Nehmen wir mit. Können wir hier die Krüge einsammeln? Das wäre cool. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte, ist doch leer. Das ist gut so, dann kannst du dir einen anderen auch mitnehmen. Und vielleicht noch ein Krug? Krüge. So. Dann würde ich sagen, machen wir wieder voll. Hey, was soll denn das? Wonach sieht's denn aus? Ich zapfe. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit. Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. So. Gute Plörre. Noch mehr gute Plörre. Und als letztes gute Plörre. So, und jetzt überlege ich gerade. Ich probiere einfach mal hier die Pilzplörre. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Das glaube ich dir. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Wechseljahre. Ah, da hab ich schon. Ich glaube, wir müssen hier wieder unser eigenes Süppchen kochen, sozusagen. Damit wir hier diese 3 Plörrearten ersetzen können. Oh, ein Mario-Pilz. Süß. Und ja, das machen wir in der nächsten Folge. Da schauen wir uns das Ganze mal an. Mit der schönen Plörre. Bis dahin, Leute. Und ciao.